In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde Wien zur größten Baustelle Europas. Es entstand die Wiener Ringstraße. Als eines der wesentlichsten Gebäude entstand das Reichsratsgebäude, welches von Theophil Hansen geplant wurde. Die markantesten historischen Räumlichkeiten sind in der Belle Etage angeordnet. Der Nationalratssitzungssaal ist ein symbolischer Raum der österreichischen Geschichte und Politik. Das historische Erscheinungsbild wurde im Rahmen des Zweiten Weltkrieges zerstört und im Stile der Nachkriegsmoderne nach den Plänen von Max Fellerer und Eugen Wörle wieder aufgebaut. In jenem Zustand war zu Projektbeginn der Saal denkmalgeschützt und im Rahmen der Generalplanungen präzise zu begutachten. Der Saal wurde in der Zweiten Republik ein politisch und medial umfassend präsenter Raum. Es erfolgten von uns trotz alledem erhebliche, aber schlüssige architektonische Eingriffe in den Saal, wie zum Beispiel eine Öffnung des Raumes nach oben in den Himmel hin zu einem angeordneten Besucherumgang oder eine flachere Neigung des Plenums, um unter anderem den aktuellen und zukünftigen Ansprüchen an die Barrierefreiheit Rechnung zu tragen. Damit konnte das Möblierungslayout im Saal nicht erhalten werden. Da Wandoberflächen als auch die Bestuhlung in den oberen Rängen erhalten und restauriert wurden, haben wir auch die vor dem Umbauprojekt bestehende Bestuhlung und Pulte für die Abgeordneten auf der Plenumsebene näher betrachtet und uns im Zuge der Neugestaltung daran orientiert. Der gut designte ehemalige Sitzschalenstuhl aus braunem Leder konnte jegliche ergonomische Anforderungen an die zukünftige Nutzung nicht erfüllen. Es war für uns jedoch sehr schnell klar, in den beengten Platzverhältnissen, aber trotzdem weiterhin eine die Abgeordneten umfassende Rücken- und Armlehne im Stil einer Sitzschale vorzusehen, um gewisse Großzügigkeit und Komfort sowie weitreichende ergonomische Funktionen auf wenig Raum zu kombinieren. Die große Herausforderung bei der Suche nach einem Nachfolgemodell mit diesen Anforderungen war daher eine geringstmögliche Stuhlaußenbreite bei einer gleichzeitig maximalen Sitzflächeninnenlichte zu erzielen. Gleichzeitig sollte das Design den Ansprüchen des Saales und Hauses gerecht werden und ein würdiges Nachfolgemodell entstehen. Besedos wurde hierfür erfolgreich ein Modell mit den erforderlichen Grundparametern gefunden. Beim Design konnte ich mit Sedos eine Lösung erarbeiten, um den Stuhl so umzugestalten, dass der Stuhl die Abgeordneten umschließt, aber weder abschottet noch im Beinbereich einengt und gleichzeitig die Qualitäten eines Schalensessels zu behalten. Die weiche Armlehne führt bei den engen Platzverhältnissen zu keinem Einklemmen von Fingern, wie es zwischen zwei harten Armlehnen entstehen könnte. Die hinkünftig am stärksten genutzte Armauflage auf der Armlehne kann bei einer erfolgten Abnutzung mühelos ausgetauscht werden. Die individuelle Lederbespannung und Einfärbung orientiert sich am architektonischen Farbkonzept des Gesamtprojektes, welches sich weniger an Fellerer Wörle als am bestehenden gesamtheitlichen Material- und Farbkanon Theophil Hansens orientiert. Der Stuhl wurde schließlich im Bundesrats- als auch Nationalratssitzungssaal auf Wunsch des Nutzers mit einem Rollenuntergestell ausgeführt. Im prächtigen ehemaligen Kronländersaal wurde nun passenderweise der Bundesratssitzungssaal verortet. Die Möblierung ist demontabel, um diesen auch als Multifunktionssaal verwenden zu können. Wände und Decken wurden restauriert, der Bodenaufbau wurde neu hergestellt und die neue Möblierung des Plenums orientiert sich an jener des Nationalratssitzungssaals.